Moin Leute und willkommen zurück zu The Forest. So, mit der Schnorrer und Hallo. Der Fuba. So, das wird ja schon hell, dann könnten wir doch... Aber wenn es regnet, werden wir nass. ...sofort schon in Richtung... Hörst du mir nicht zu, Junge? ...bewegen. Das war Richtung Kessel. Komm. Warte, ich wechsle noch die Waffe. Dir ist kalt und du bist nass. Blockieren Aha. Schaden. Ah, der macht mehr Schaden, okay. Siehst du, also es ist ungünstig, jetzt loszurennen. Oh. Was können wir denn überhaupt alles Schickes basteln? Was kann man denn zum Beispiel aus dem Schädel machen? Nee, eine Waffe. Handgemachte Keule. Das ist das, was ich hab, glaube ich. Ne, wir konnten ja mal so eine Keule aufsammeln. Ja, ja. Was braucht man denn da noch? Ein Stock. Da bin ich gerade zu blöd. Wo ich meine Stöcker? Da. Baumharz. Hä? Ah, jetzt habe ich den ausgerüstet. Geil. Nee, das ist... Guck mal, ich habe jetzt selber eine... gebaut. Das ist einfach nur ein Stock mit einem... Toll. Schick. Und macht das Damage. So. Weiß ich nicht. Ja, wieso hast du... Kannst du das nicht sehen im Inventar? Ja. Hallo? Bist du bescheuert? Ach so. blockieren ist fast full. Damage ist leicht über die Hälfte. Und Geschwindigkeit ist relativ langsam. Das ist, glaube ich, die von den... Also vom Damage her ist die fast so gut wie die Keule, die du hast. Hat aber doppelte Geschwindigkeit. So, ich muss ja erstmal was kochen hier. So, die ist auch ziemlich langsam. Ich glaube, so die Flugzeugachse ist eigentlich zum Draufhauen immer noch am besten, oder? Außer, dass die... Nee, die kann nicht richtig blockieren, ne? Nee. Die fette Keule blockiert natürlich zu 100%, ne? So, also ich kann jetzt schon rausgehen, ohne Damage. Ohne Damage vor allem. Ohne Kälte, meine ich. Ich komme gleich nach, ich will noch was essen. Wie, das ist jetzt... Unser Hasendings hier vorne ist wieder voll. Oh, hey. da rennen schon wieder vier Leute. Vor unserer... Ich hab's gehört. Die rennen alle... Ich renn raus, seh die nicht mal, die rennen die ganze Zeit da rechts. Siehst du da? Ich bin beim Essen. Über der Mauer rechts. Siehst du da nicht den Kopf? Ach, da. Oh, der eine ist jetzt gerade in der Luft gegangen. Einer hängt zwischen dem Zaun. Die hauen unsere Barrikade. Ja, deswegen nicht hin. Oh oh. Oh oh. Oh. Ja. Richtig heftig Damage. Ich blocke und du machst mit Pfeilen? Oh, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich hab ihn blockt. Oh, ich bin auch grau. Ich muss drin in die Bude. Wo ist denn hier die Tür? Verdammte Scheiße. Scheiße, ich bin down. Vor der Tür noch, oder? Ja, vor der Tür. Ich bin auch grau. Ich bin ja schon da. Nein, ich rutsch gerade die... Ich bin die Mauerwand runter. Nein. Also sterbe ich. Ich bin tot. Echt jetzt? Ja. Okay, Neustart. Also ich liege am Boden. Finde Medizin. Toll. So. They survived. 12. Die haben... Ach, wir starten ja jetzt wieder in dem scheiß Flugzeug. Richtig. Aber hier ich jetzt wieder eine Achse und sowas bekommen. Hier gibt's wieder Loot. Schön, dass... Doch, meine Achse ist auch da getürt. Weil das eine Mal gab's auch keinen Loot, ne? Da sind wir, glaube ich, aber auch zu schnell gestorben wieder. Dann sind wir doch auch gleich beim Loch, oder nicht? Nee, aber jetzt haben wir ja unsere ganze Ausrüstung nicht.
mit Pfeile und. Ja, du, als ob wir jetzt gleich dann Eingang finden. Ich hole jetzt erstmal mein Zeug, das ist wichtig. Die Frage ist eher, Stoffe liegen hier aber noch in dem Koffer, ne? Die Frage ist eher, welches Haus jetzt unseres war. Sieht man das nicht eigentlich, wo der Rucksack ist? Ja doch, ein Schädel. So, gab es denn nicht eine Map oder so? Die haben wir nicht, wenn es eine gibt. Ach, da ist mein Schädel, ach. Vor allen Dingen, wir sind wirklich hier an dem Loch, ey. Ja, aber ich sehe hier... Meinst du, es also wäre von, jetzt... Von oben definitiv da, wo nicht. Du verstehst, da sieht so aus, als wenn da unten so ein Eingang ist. Da hinten ist eine Höhle, aber unten weiter. Ne, hier rechts unten sah auch so aus, als wenn das reingeht. Guck mal, ganz unten ist ja sogar ein Eingang. Der unten, aber wir sind oben. Ne, wir müssen hier nur runter. Ne, dann mach mal. Mach ich. Aber erst will ich mein Zeug da holen. Weil wenn ich jetzt hier sterbe, dann ist doch das dann nachher hinten weg, oder nicht? Keine Ahnung. Okay, wenn ich hier reinfalle, dann ist es auch weg, aber... Dann ist es definitiv weg, ja. Ach siehst du, ich bin auch gut überstromt. Zack. Da überraschen uns da so 5 so eine Bekloppten, weißt du? Normalerweise müssten die doch da, dürften die doch gar nicht wissen, dass wir jetzt weg sind. Wir müssen doch da immer weiter alles kaputt kloppen. Oh, da links läuft schon wieder einer neben mir hier. Klasse. Feuer. Da kommt noch einer. Neue Gegenstände. Ah, wir kommen von hinten rein, okay. Neue Gegenstände, ich soll hier irgendwie was drücken. Wie was drücken? Das ist ein Stein. Nee, und was hat da geschrieben? Neuer Eintrag oder so. Das kann ja sein, da krieg ich jetzt verfolgt auch. Davon, oder? Neue Gegenstände drücke B zum Öffnen des Überlebenshandbuchs. Genau. Wahrscheinlich zum Bauen oder was weiß ich. Oder jetzt hier die ganzen Tiere wieder und so ein Blödsinn. Aber da sagt er, neues Tier oder sowas, keine Ahnung. Ja, das stimmt. Oh, hier ist ein Lurch. Nein! Nicht? So ein Krokodil haben wir auch noch nicht platt gemacht, ne? Ja, doch, ich glaube schon. Oh, hier ist schon wieder so ein Olga. Platt gemacht? Nee, da sind, waren wir doch auf der Flucht, oder? Ich glaube, wir haben noch einen platt gemacht, ihr habt. So, ich habe gerade einen Lurch hier erwischt. Pass auf, da sind denn noch 3, 4 Eingeborene, ne? Die haben mich nur beobachtet. Als ob die mich aufhalten könnten. Aber irgendwie habe ich das heute aber extrem mit den Runterfallen, ne? So, hier unten haben wir sogar auch noch so eine Falle aufgebaut. Hier so eine Hasenfalle. Ach stimmt, das hatte ich gemacht, ja. Ja, ja. Und hier ist sogar... Nee, die ist... Doch, die ist ausgelöst. Ach, da hat der Stock gefehlt. Die war nie einsatzbereit. Hast du den jetzt einsatzbereit gemacht? Nee, ich habe keinen Stock dabei. Hab ich einen Stock dabei? Natürlich nicht. Dann muss ich hier einen Busch, der daneben steht, mal kurz klein machen. Was hast du eigentlich da drüben auf der Insel geplant? Wie bitte? Was hattest du da auf der Insel überhaupt geplant? Ein Ausweichhaus. Da kann man auch noch theoretisch was anbauen. Ich sehe das nicht mal, das ist so bescheuert. So, ich habe mein Zeug wieder... Ja, ich muss das hoch. Ne, ich muss ja unten...
Das einzige Gute ist, jetzt habe ich wieder Full HP. Ich hatte Full HP. Nee, ich nicht. Aber ich hatte ein bisschen Rüstung. Die hätte er dann instant weggehauen, sonst wäre ich beim ersten Mal schon platt gewesen. Ich weiß aber auch gar nicht. Also ich hatte ja diese Abwehrhaltung. Und auf einmal war die Abwehrhaltung weg. Vielleicht brauchst du da auch Ausdauer für. So. Dass wenn die Ruffi gehauen hast, haben, dann das drunter geht und dann hattest du keine mehr. Das wäre ja doof. Bist du jetzt schon weitergelaufen oder? Ich mach die Fallen gerade wieder richtig. Achso. So, aber dann kennen wir jetzt den kürzesten Weg da zu dem Loch. Hier vorne, ist das dein Rucksack hier oder? Ich hab meins schon aufgesammelt. Weil hier liegt noch irgendwie Klamotten oder sowas? Irgendwas stand da, dass ich das nicht einsammeln kann. Neues Outfit hier von Danke. Bitte. Da vorne hängt noch einer eine Falle. Hier sind noch mehrere Leichen. So. Ist da schon wieder einer gewesen oder sah das nur so aus? Da ist schon wieder einer. Ja. Einer. Der kommt auf dich zu, glaube ich. Der versteckt sich hinter dem Busch, als ob ich ihn da nicht sehe. Du Depp. So, einer war unten jetzt, ne? Wie unten, hä? Ja, direkt hier neben dir, der kam von dem Berg hier eben runter. Na, da links ist er doch hier vor dir. Ja, ich hab doch gesagt, den hab ich gesehen. Ich. Neues Tier entdeckt, ja, genau. Genau. Wo ist er denn? Ach, da. Alter, der kann einfach so durchmarschieren, weißt du? Lululululu. Ja, weil die Falle nicht ausgelöst war. Klar, weil die ausgelöst. Der steht jetzt schlecht. Deshalb, der rennt dadurch, dass er so gerade rüber rennt. So. Ah. Wie kriechen die hier wieder hingestellt? So. Da oben kommt schon wieder die nächste, ey. Ja, du kommst ja auch nicht weg, ne? Und dann ist es gleich wieder Nacht. Ja, dann lass jetzt einfach loslaufen. Oh, ich habe jetzt auch eine Falle ausgelöst. Schlaubi Schlumpf. Ja, die ist hier ziemlich nah dran mit dem Holzding. So, lass jetzt einfach hinten rausrennen und losrennen. Ich glaube, ich gehe vorne raus. Aber dann müssen wir ja da durch das Dorf, oder? Ach, hier ist schon wieder ein Molotow-Typ. Ja, dann lass weg. Oh, lurch. Noch habe ich Full HP und sowas. Ja, dann komme ich hinten lang. So, muss das mal gucken. Mein Zeugs habe ich alles. Oh, ganz merkwürdiger Sturm gerade. So. Freiheit! Oh. Normale Menschen gehen durch die Tür. Hast was verloren? Was habe ich? Hast Leben verloren? Nee. Oh. Nee. Ich bin ja nicht diesmal nicht komplett runter. Sondern so lang geslidet. So. Muss man nur noch wissen, wo das lang ging. So groß ist ja die Insel nicht. Nee. Da vorne, da steht schon wieder einer am Wasser. Das ging ja auf jeden Fall hier irgendwo am Wasser lang. Also hier unten laufen auch so viele rum. Oh, hier ist ein Lohn. Pass auf, der ist hinter dir noch, ja? Zwei. Ich schwimme.
Ich schwimme einfach auf die andere Seite. Oh, ein Haufen Lurch und Hasen. Schade. Ihr Pisser. Hä? Du schwimmst genau zu der Seite, wo die sind. Hä? Hey, ich schwimme wieder weg. Willst du denn? Ich höre hier manchmal ganz merkwürdige Geräusche. So. Wusch, wusch. Das ist die Natur. So, aber eigentlich kamen wir doch von da links, oder bin ich doof? Links, ja, ja. Da musst du wieder rüber. Das Hauptsymbol ist, ne? Oh, oh. Ich dachte, da ist gerade ein Kroko im Wasser oder so. Ich glaube nicht, dass wir da überleben. Das Problem ist ja, wenn wir nicht wissen, wie wir runterkommen und wir runterstürzen, kommen wir nicht mehr an unsere Sachen, ne? Ja, du wolltest da runter. Ich bleib das oben. Das heißt also, wir sollten es nicht beide gleichzeitig testen. Und das ist richtig. Der eine muss den anderen beobachten. Ich glaub einfach nicht, dass du von oben darin kommst. Doch, na, wie willst du da sonst hinkommen? Über eine Höhle. Yes, oh, der Speer ist echt geil. Durch. Weil da unten war nämlich auf halber Höhe auch ein Höhleneingang. Und den würdest du sonst ja gar nicht erreichen. Weiß ich nicht. Ja, außer du findest da unten Sprungfedern oder so. Was? Ich nehme den Lurch auf und dann kommt so ein Wassergeräusch. Wo bist denn du jetzt eigentlich? Über dir. Ach, da, neben mir. Da ist ein Reh. Kriegen wir das nicht? Wo? Also getroffen habe ich es da. Einmal. Oh, hab es. Oh, nice. Nice, hab es nochmal erwischt. Also zwei Schüsse braucht das Vieh, okay. Ja, ja, ein rennt da mal weg. Aber ich glaube, der eine war dann auch im Kopf. Also ich habe dann jetzt ein bisschen Rehfleisch und Echse dann. Eine Lurch habe ich jetzt auch, glaube ich, drei Stück. Falls wir da noch ein Feuerchen irgendwo machen müssen. Sollten wir vielleicht eh machen, weil ich habe auch nur noch Hälfte Magen. Haben wir denn eigentlich überhaupt schon mal irgendwas gebaut für, dass wir Wasser mitnehmen? Denn, ne? Gibt's denn da was? Bestimmt. Wenn wir hier so einen Bärensack bauen können. Oh, ich stehe genau vorm Lurch. Ich habe das Gefühl, ich laufe falsch. Hier ist auf jeden Fall ein Pfad im Wald. Das ist ja schon mal sehr verdächtig. Ein Pfad in den Wald? So, ich glaube, also ich bin an dem Loch gerade. Oh, da bin ich total falsch gelaufen. Aber ich will mal dem Pfad jetzt kurz folgen. Das sieht interessant aus. Zwei Pfähle. Oder unten rennt schon wieder ein Eingeborener. Man müsste jetzt aber einmal rumrennen. Aber es sieht ja so aus, als wenn das immer so Absatz für Absatz. Oh, ich habe was gefunden. Ich habe was gefunden. Ha! Oh! Was denn? Scheiß Fledermäuse schon wieder, ich Alter. Wo du bist, ey. Das ist zu hell. Ich sehe deinen Namen nicht. Ach, da. Aber. Ah, hier ist ein Spalt, hier ist ein Spalt. Das ist in der Höhle. Na, war das? Waren wir da nicht schon? Nein, nein. Wie mache ich denn hier nochmal Baummenü auf B, ne? Signal-Dingsbums, stelle ich mal hin. Komm mal zu dir, dann gehen wir da jetzt erstmal rein. Na, hier oben haben wir sogar ein Wasserding. Na, aber jetzt brauche ich wieder einen Stock. Mist. Das ist doch nicht so nice, das Wasser. Auf jeden Fall sollten wir Stöcke noch mitnehmen, damit wir da drin ein Feuer machen können. Also ich bin full mit Stöckern. Ich nicht. Ich sammle die immer, wenn man da irgendwo, wenn wir da irgendwo lang rennen. Bis ich full bin. Oh, hier gibt's wieder Klamotten und so. Oh, was ist denn das? Eine Uhr, nice. Kann ich nicht mitnehmen? Gut ist das schon, das. Ja, ja.
Wo muss ich denn da hin überhaupt? Weil du bist ja richtig weit falsch gelaufen, ey. Aber ich habe was entdeckt dadurch, ne? Aua, was war denn das für ein Geräusch gerade? Passagier, irgendwo ist er einer. Da hinter mir. Der kam von oben runter, ey. Aua! Ich hab nur Pfeil und Bogen in der Hand. Aua! Ach, das ist ja, ne? Eine Uhr kann ich mal nicht. So macht man das. Hätte mir schon wieder Leben abgezogen, der Idiot. So, Folgenpause und dann nächste Folge Rinder oder was? Wo ist. Na, wo ist denn der Spalt? Hier. Wo ist denn hier? Hier. Sieh ich nicht. Da. So, hier brauchst du noch einen Stock, ne? Ich bin der Meinung, da waren wir schon drin. Ne. Aber, das werden wir in der nächsten Folge rausfinden. Spitze, bedanke dich. Spitze, bedanke mich. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Abo dalassen. Nicht bei Gravity.